Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Ultimate. Nee, Firewolf 20 spielen wir. Ich bin der Moritz und er ist der Juppi. Immer noch, ja. Und wir haben ganz viele Neuigkeiten. Fallen dir diese ganzen Schmetterlinge auf? Das erste Mal, dass ich Schmetterlinge sehe. Siehst du die auch? Ja. Irgendwas ist hier eben im Groben. Wir haben ein Problem, Zuschauer. Konzentrier dich, Juppi. Ja. Der ist schon wieder den ganzen Tag, ist der anstrengend, ey. Wir haben ein Problem. Wir spielen hier auf einem Server mit mehreren Leuten. Dieses Mod-Paket Dive20164. Genau, tu mal so, als wenn du ihn zuhörst. Ist ein Beta-Mod-Pack, so wie das momentan einfach aussieht. Sprich, es gibt regelmäßige Updates, es gibt viele Fehler, viele Probleme, bla bla, so. Privat, wenn wir für uns spielen würden, könnten wir uns damit abfinden. Ja? Aber wir nehmen Minecraft auf. Heute ist Sonntag, heute ist der 24.2. Heute ist die letzte Minecraft-Folge rausgekommen. Wir wissen, wir haben momentan noch nicht viele Zuschauer und alles ist tüdelü. Ja, es ist uns bewusst. Aber an die ein, zwei, die da sind, wollten wir das Ganze richten und euch das ein bisschen erklären, was wir jetzt gerade gleich machen werden. Sprich, wir haben jetzt eben dieses Beta-Modpack. Jetzt. Du bist wie voll durcheinander. Du wechselst ja dort dein Hut, ey. Okay, konzentriere dich, Mutz. Also werden hier Sachen gebaut und ausprobiert, die die Server-Performance von diesem Server schwer beeinträchtigen. Und wir wissen halt nicht, was es speziell ist. Aber mir geht's so und Juppie geht's auch so. Wir müssen irgendwem oder irgendwas die Schuld geben. Ja? Wir werden heute Abend keinen Namen nennen. Einfach aus dem Grund, es wäre gemein. Ja? Wir wissen aber beide, also Juppie weiß es und ich weiß es auch, dass wir eigentlich noch nicht viel gebaut haben. Und ihr wisst es auch. Ja? Und die Leute, die hier schon ganz viel gebaut haben, sind jetzt nicht da und haben auch meinen Server kaputt gemacht. Sprich, der Server, der läuft hier die ganze Zeit auf 100% und wir können nicht aufnehmen. Und wir sind jetzt seit heute Abend um 7 dabei, zu klären, was wir jetzt machen und was passieren wird mit der Welt hier und mit unserem Server und tüdelü. Und mittlerweile ist es 1 Uhr nachts. Juppie und ich sind alleine und wir haben jetzt entschieden, was passiert. Ja? Wir werden vorläufig das Problem Minecraft Direwolf 20164, also das Let's Play, pausieren. Quasi beenden. Kannst du gucken, das war selber an, bitte. Mein Gott, ey. Ich versuche hier was zu erklären und es ist alles im Arsch. Ne? Arsch. Und er macht nur Scheiße. Ich drehe mich jetzt gleich in eine Richtung und werde euch das Problem erklären. Juppie zeigt es gerade ganz gut. Er hat einen Glaskopf. Ja? Also Juppie und ich, also wir beide, wir hassen Glaskugeln. Ihr wisst nicht, was Glaskugeln sind? Ich zeig's euch. Das sind Glaskugeln. Diese Glaskugeln, Juppie, komm, bleib schon dran, komm mal in der Hand und komm schon mit. Ja, ja. Nicht, dass ich da irgendwie gleich explodiere. Diese Glaskugeln sind random generiert von dem Ruins-Mod, ja? Und sind normal sehr harmlos. Bei mir brechen gerade tierisch die FPS an, ja? Weil in dieser bösen Glaskugel, es gibt die guten und die bösen. Denn es ist noch so eine böse, seht ihr das? Überall böse Glaskugeln. Wir haben uns jetzt einfach entschlossen, das Projekt zu beenden, wollen wir halt noch ein bisschen Krach machen. Ja? Da wir halt, also wir beide halt dumm sind und kein Minecraft spielen können und wir nichts besitzen, was man kaputt machen kann, haben wir gesagt, machen wir das kaputt, was zueinander gehört. Findest du gut, ne? Ja! Juhu! So, wir haben uns ein Stäbchen geholt. Ja. Und wir haben uns, wir haben kurz Werkzeug neu gekauft heute. 2 Stunden nur für euch gequarkt, dass wir aufnehmen können und dann wird daraus nichts. Ja. Und schuld daran sind Glaskugeln. So, ich weiß gar nicht, was hier Phase ist. Also hier ist so ein Ding hier. Komm, wir müssen das Ding ja richtig voll machen. Nee, runter, doch, runter geht's. Guck mal hier. Wir werden das Ding jetzt ganz gepflegt irgendwie mit TNT vollpacken und dann Juppie rechts klicken. So. Wir hatten eben schon mal ausprobiert, wie das funktioniert im TNT, weil wir wissen halt nicht, wie TNT funktioniert. Jetzt wissen wir das.
Und wir wissen, dass wenn ein frischer Server aufgesetzt ist mit einer frisch generierten Welt und sie quasi, ich weiß nicht, 2000, 3000 TNT-Blöcke, ja, der Server hält das aus. Also sprich, da liegt nicht, also grundlegend an dem Server liegt es halt nicht. Ich habe fast Linksklick gemacht. Also sprich, ist hier irgendwas ist hier kaputt gegangen. Ob es jetzt an der Map liegt oder ob es an dem liegt, was hier gebaut wurde, oder ob das an einem kaputten Mod liegt, das wissen wir halt selber auch nicht. Wir können halt, wir haben keine Fehler. Ja? Die Kiste sind einfach nur auf 100%. Und das ist scheiße. Das geht halt so nicht. Und so kann man nicht aufnehmen. Oh, jetzt habe ich echt Linksklick gemacht, aber Gott sei Dank daneben gehauen. Wir können halt so nicht aufnehmen und das ist halt scheiße. Wir haben nicht die Möglichkeit momentan zu sagen, wir zocken in zwei verschiedenen Minecraft-Welten. Also sprich, in einer Welt, wo wir mit unseren Freunden spielen und in einer Welt, wo wir nur aufnehmen. Ne? Momentan ist es wirklich einfach so, dass wir nur Minecraft spielen, das, was wir euch gezeigt haben. Eventuell noch ein bisschen mehr, ja, weil Yuppie hat sich halt auch da einen großen Turm gebaut und ich habe ein bisschen... Yuppie, ich hab's gehört. Ich hab nichts angezündet. Ich auch nicht. Aber mein... Aber bloß irgendwas Kleines kaputt gegangen. Okay, mach schnell. Vielleicht leckt das gerade so doll. Ja, es leckt hier so doll, dass hier... Weißt du, was du gemacht hast? Du hast die Trittplatten benutzt. Oh, der Server ist weg. Bewegst du dich? Ich beweg mich, ja. Ja, okay, der Server ist weg. Ja, Server ist weg. Alles klar. Ihr seht, was passiert, wenn wir versuchen, auf dieser Map Minecraft zu spielen. Und wir haben da jetzt quasi zwei Blöcke TNT hingestellt. Ja? Das große Bumm bleibt leider aus. Ich kann aber ganz genau sagen, bei uns hat eben Jupiter die Trittplatten benutzt und dadurch wurde eben das TNT gezündet, weil das eben ein Signal ausgibt. Ja. Also Jupiter, du hast es jetzt das zweite Mal versaut. Ein weiteres Mal wird es von mir nicht geben. Wir gucken, ob der Server sich jetzt erholt. Scheint nicht so. Wuhu, erfolgreich. Ja, erfolgreich nicht nur die Map zerstört, sondern auch den Server. Und wir haben nicht mit TNT gestellt. Ich versuche mal einzuloggen. Bei mir ist er noch gar nicht wieder da. Ja, ich versuche es trotzdem. Und manchmal muss es ein bisschen hartnäckig sein. Also für euch bedeutet das, es wird jetzt Tage kein Minecraft kommen. Also für die Leute, die das wirklich angucken. Ja, wir pausieren das ganze Ding. Suchen uns, also wir uns persönlich suchen uns neue Minecraft-Energie, in Anführungszeichen. Und starten ein neues Projekt mit einem anderen Modpack, wo wir wissen, dass es auf jeden Fall langzeit motivierend ist und wir da auch schon einige Monate mit verbracht haben. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Wir werden eventuell halt mit anderen Leuten zusammenspielen, wir werden Gäste mit reinbringen, aber das kommt nach und nach. Für mich persönlich muss ich zugeben, ich habe mich ja mit dem Minecraft eigentlich erst sehr wohl gefühlt, das aufzunehmen und zu zeigen. Aber das Prinzip, das Konzept, das stimmt ja irgendwie nicht so ganz und irgendwie ist das alles eben so ein bisschen mehr Qual als freies Spielen gewesen. Ich habe auch zu viel versucht zu erklären und irgendwie, ja, Yuppie unterdrücken, gut, das gehört dazu, ne? Aber das wird auch in den anderen Spielen passieren. Nur momentan hängt mir so viel im Kopf drin, dass das irgendwie mit Minecraft nicht vereinbar ist. Und klar, wenn sich keiner die Videos anguckt, dann ist das natürlich auch sehr, sehr demotivierend. Aber daran werden wir diese, oder daran liegt es auf jeden Fall nicht, dass wir dieses Projekt beenden. Das liegt einfach daran, dass der Server im Arsch ist. Wir so oder so von vorne anfangen müssten, weil die Web halt rumspinnt. Ja, also sprich, irgendwie den Chunk ausschneiden und den in eine andere Map kopieren, ist halt genauso schwachsinnig, weil nicht funktioniert. Und wir halt ein neues Projekt anfangen wollen und die Diskussion darüber war jetzt so weit, dass wir sagen, wir hassen uns alle gegenseitig. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt eine kleine Pause, ein paar Tage, ein paar Wochen, gucken, vielleicht haben wir nächste Woche wieder Lust auf Minecraft. Und, oder nächste Woche wieder Lust auf Minecraft, hört sich doof an. Lust auf Minecraft ist auf jeden Fall da. Lust auf ein neues Projekt starten und wir sind uns einig, was wir machen wollen und was wir zusammen machen wollen. Und inwieweit wer, wie, wo auch in den Videos dann drinnen vorkommt. Das ist ja, denke ich, auch ein wichtiger Kritikpunkt gerade gewesen zwischen uns. Ja, der Server kommt, glaube ich, nicht mehr.
Gut, der ist wohl. Ich könnte jetzt rauftappen und in der Konsole nachgucken, aber ich will jetzt das Video nicht nochmal cutten. Das reicht, glaube ich, jetzt auch. Ihr habt kurz ein bisschen was erzählen können. Leid tut es mir nicht, es passiert. Wir haben momentan DayZ am Laufen als Dauerprojekt, es wird auch weiterlaufen. Wir haben neue Leute dadurch kennengelernt. Viel witzige Videos schon gemacht, viel witzigen Livestream gehabt. Solltet ihr definitiv unten in die Videobeschreibung gucken, Links und so weiter, alle da drinnen. Facebook einfach liken oder Twitter-Info folgen. Und dann seht ihr halt direkt, wann wir irgendwie livestreamen. Momentan alles noch sehr spontan, weil wir eben halt nicht alle gleich viel Zeit haben. Aber das ist halt sehr, sehr, sehr witzig momentan, echt. Zukünftig, die nächsten Tage, Arma 3 Videos kommen, das kann ich euch versprechen. Und eventuell noch ein anderes Projekt, wo ich noch nicht so ganz mit liebäugel, aber 99,9% von meinen Leuten hier spielen dieses Spiel. Namen nennen wir jetzt mal noch nicht, weil ich will ja nichts Falsches versprechen. Ja? Und so könnt ihr mich nicht festnageln. Auch den Juppi. So, aber ich lasse mich da wahrscheinlich drauf ein und dann wird es halt noch ein weiteres Hauptprojekt geben, so ein Mithauptprojekt, was eben auch gestreamt werden kann, ohne dass eben immer die gleichen Leute dabei sind. Und die Musik ist hammerhart zum Abschied, wunderbar. Ich mach die mal aus. Dann schauen wir einfach, wie es jetzt die Tage weitergeht. Für alle, die das Video oder die Minecraft-Videos verfolgt haben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal oder bleibt auf dem Laufenden, guckt auf Facebook, dann deabonniert den Kanal wieder, wenn ihr deswegen gekommen seid. Es werden aber Minecraft-Videos kommen, das kann ich euch versprechen, weil ich liebe das Spiel. Nur in einer anderen Konstellation, in einer anderen Aufmache und definitiv auch wahrscheinlich ich gehe ganz stark davon aus, einem anderen Modpack. Was, wo, wie ganz genau kommt, das werden wir euch dann erklären, wenn es dann soweit ist. Wahrscheinlich schon die kommenden Tage. Aber da werden wir jetzt schauen. Wir wollen uns ein paar Tage drüber schlafen und uns einig werden, uns alle wieder lieb haben hier und dann werden wir eine Lösung finden und dann geben wir Gas. Wir hassen trotzdem Glaskugeln. Das will ich nochmal zum Ende sagen. Und werden Glaskugeln auf Minecraft-Welten nie wieder gedulden. Oder, Juppie? Nein. Nein? Gut. Glaskugeln sind doof. Alles klar, ich bin fertig. Also ich bin wirklich fertig. So richtig fertig. Mit der Welt? Mit Minecraft. Und die Welt. Juppi, sag schon tschüss. Ich auch schon tschüss. Ich sag auch schon tschüss. Hab ich mal Moin gesagt, du Arsch. Ja, das ist nicht mein Problem. Musst halt zuhören. Siehst du, wir lieben uns. Das ist wirklich Liebe. Das ist, Halt die Fresse jetzt, wir werden zu Ende machen hier. Schluss jetzt. Video aus. Bis zum nächsten Mal.